Nicht, dass sie schon weg sind. No, no, wo geht's denn hin? Ja, irgendwo in die Schnee. Wo? Ich weiß nicht. Wo? Ich jetzt. Weiß nicht. Ist jetzt auf die Fresse oder später? Jetzt. Jetzt? Ja. Das nächste, was ich mal mache. Hey. Hört auf jetzt. Hey. Blöder Arsch. Das nächste, was ich mal angehen würde, ist das mit den Rätseln. Oh ja, dann müssen wir mal schauen. Was denn? Was denn? Au! Ja. Oh, das waren die Eierstöcke. Oh, nee, Kopf los! Das ist so blöd. Jetzt, wenn du das, jetzt, wenn du das richtige siehst, dann gibt es auch eine Strafe, ne? Was? Wird zur Hilfe. Das ist ja mir nicht wert, der kleine Sack. $25 oder 50 sogar. Keine Ahnung. Ja, ich brauche nicht. Ich hab kein Geld, ich bin arm. Was ist er, wenn man nie arbeitet, ne? Der musste jetzt sein. Kleine Sau, das ist ein schönes Ding. Ja, möchtest du noch was sagen? Also irgendwie kann man doch von Amatüller bis hier nicht eine halbe Stunde brauchen. Ja, aber du denkst daran, da sind viele Leute und dann muss der warten und dann muss der warten, bis es endlich losgeht. Ja, ja, ich warten. Schon. Mit warten habe ich es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber... Oh, Vorsicht, der Bürgermeister kommt. Sonst ich bestle dich, wenn du abhauen willst. Hallo, Church. Bonjour, Monsieur Bürgermeister. Ja, danke schön. Und? Gibt's was Neues? Nein, noch nicht. Ich muss ja noch abwarten, wie die Wahl jetzt ausgeht in Rhodes. Okay. Und dann haben wir nachher dann halt noch ein Gespräch. Ja, aber ich hatte schon ein erstes Anliegen, ne? Wir brauchen mehr Pferde an Bindepfosten. Das heißt immer, wir müssen die Pferde anbinden. Aber irgendwie ist es viel zu wenig Dings zum Anbinden überall. Ja. Kann man ja hier ein paar aufstellen. Was? Kann man ja hier ein paar aufstellen. Ja, eben. Einfach überall so ein bisschen. Es ist einfach... Da war die Rathaus ein bisschen. Einfach überall so, wo man halt so. Ich auch. Du hast doch hier einen Pfosten neben dir stehen. Ich habe 2, 3 Pfosten neben mir stehen. Benutzt den doch! Ein größerer wie die andere. Bin ich da? No, aber auch irgendwie bei die Postamt schon, und so also. Und überhaupt einfach die Stellen, wo man häufig hingeht und irgendwie die Pferde hinstellen will und wo einfach nichts ist. Ja, zum Beispiel vorne beim Salon, da gehören Gescheite hin, wo man mindestens 2 Pferde anbinden kann. Ja, bei die Bank, bei die Telegram-Station, einfach überall so. Einfach überall aufstellen. Bei der Telegram-Station stehen 3 Pfosten. Echt? Ach so, ja gut, okay, stimmt. Das also drumherum um den Platz. Ja gut, das stimmt, ja, nur da ist, ja, das stimmt. Na, aber jetzt auch zum Beispiel hier bei der Rathaus. Ja, da stehen nur 3 Posten, da so ein Alter, eine alte Dame, da ist ein Vollposten. Ja, die auch. Was? Nix. Komm du mir nach Hause, du kleines Sack. Ich hab doch gesagt, 3 ist ein Vollposten, so ein alter Mann, so eine alte Dame. Da war's ja, nicht eben, alte gemeint. Dame. Hast du mich mit alte Dame gemeint? Du bist doch nicht alt. Das hast du jetzt aber schön gesagt, Zitzelein. Da hast du aber Glück gehabt. darfst doch nach Hause kommen heute noch. Was? Nix. Oh, pardon. Sag's nie wieder. Also, ich hab's gar nicht gehört. Also. Nein, wie gesagt, ich muss erstmal abwarten, was wir überhaupt für Befugnis als Bürgermeister bekommen. Ja.
Wen wartet ihr denn? Ja, es soll anscheinend einen Ausflug Richtung Schneegebiet geben. Ach. Und ja, in Amadillo. Ganz Amadillo irgendwie. Und Treffpunkt ist eigentlich hier. Nicht eigentlich, ach, der ist hier. Ja, dann ist er halt hier. Nicht eigentlich, sondern der ist hier. Ich würde euch dann raten, wenn es einen Ausflug ins Schneegebiet gibt. Zieht euch warm an. Ach, ich habe mir nur eine Jacke gekauft, das muss reichen. Also wenn es Probleme gibt wegen dir, dann ich schlage dich, das weißt du, oder? Hallo, das ist warm. ich hab Jacke an, fährt alles. Ich war schon öfter da oben wegen Schatzkarten, da ist eigentlich gar nicht so kalt, wie man meint. Ja, das kommt drauf an, wie weit hoch die fahren. Ne? Ja. Ich habe auch schon andere Gegenden da oben erlebt, also. Ich hoffe jetzt doch, es ist ein Arzt dabei. Aber ich glaube nicht. Vermutlich nicht, ne? Vermutlich deswegen nicht. Vielleicht noch ein paar warme Schuhe wären auch nicht. Nee, ich ziehe mir doch nicht so Stiefel an. Hallo, willst du sagen, ich sehe hässlich aus mit den Stiefeln oder was? Ja. Und Mutis gestrickter Schlipper wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, genau. Nicht, dass du dir was verkühlst. Da bin ich echt nicht der Typ dafür. Ja, also wenn eine Katastrophe passiert, dann ist Gartner immer vorne mit dabei. Hallo. Dann ist doch gestrickte Schlippi nicht. Ich muss die eingefrorenen Nüsse nicht aufwärmen. Ja, da ist schon irgendwo ein Feuer, wo man sich wieder wärmen kann. Was? Die eingefrorenen Nüsse? Ja. Scheiße. Oder du später, mir egal. Aber... Weißt schon. Ich rette jetzt nicht rum wie so ein Vollpfosten, der... Nee, das bin ich. Bist du ein Vollpfosten? Ah, guck mal, der Mann ist gut ausgestattet. Ja. Wer wo? Genau so geht das. Ja. Warme Hose an, warme Jacke und eine warme Mütze. Sogar noch die warmen Chaps, gut, auf die habe ich verzichtet, weil das irgendwo es hört auf noch. Aber man kann sich auch schön kann auch so warm kleiden. Mit aufgestützten Ärmeln. Mhm. Ja, ist mir aber hier noch zu warm. Oh, scheiße. Ja, okay. Ja. So. Ups, siehst du, so sehe ich aus. Aha, was soll die Mütze bringen? Eine warme Kopftuschgeige, sag mal. Ja, da ist ja alles offen. Kluge Köpfe schützen sich. Da ist ja Ohren, alles offen. Also, ich bin zwar der Bürgermeister, aber wenn ihr meine lang willst, ich gucke auch nicht hin. Ach, das mache ich. Das mach ich dann hättest du so eine Bärenmaske gebracht oder so eine Mütze oder so. Na, und da war es mir 40 Grad warm. Ja. Ja, das ist so schön warm. Und dann noch mit den ganzen Zeug an. Ja. Ich glaube, es kommt keiner mehr. Doch, die kommen jetzt. Ei! Ich krieg hier noch die Krise mit die Kerle. Ich glaube auch nicht, dass jemand kommt noch. Ja, jetzt doch, auch, die sagen kommen. Wir, die Weiber sind ungeduldig, aber jetzt warte ich schon zu lange hier. Ja. Wie lange warten wir? 10 Minuten? Wollt ihr mich verarschen? Mindestens 20 schon. Da hätte ich ja noch 5 Sachen anbauen können. Du gehst mir schon so langsam auf die Sack mit deiner Arbeit rein, ne? Ich hab eher das Gefühl, der will gar nicht mit. Ja, ich reite schon mit, aber wie gesagt. Ich habe ihm schon gesagt, wenn er nicht will, muss er nicht, aber er hat gesagt, doch, noch ein bisschen sträuben. Er hat nur Angst vor den Konsequenzen heute Abend. Hallo, es ist halt immer so, wenn man so einen Job hat, dann muss man auch was machen. Ja, aber man kann es auch übertreiben, man muss auch ein bisschen leben, neben dem Job. Ich habe doch gestern schon gelebt bei der Party da unten in Amadillo. Ja, und hatte halt so nur gearbeitet, also jetzt ist wieder Leben angesagt. Oh Mann, die Weiber. Kann man nichts dagegen sagen. Oh. Man kann nicht mit ihnen und man kann nicht ohne sie. Ja, also, nimm's hin. Das ist richtig. Die Männer genauso. Oh, jetzt kommen wir. Ja, jetzt hast du aber Glück gehabt, ja. Ach du Scheiße. Oder? Voll bepackt. Ja, es sind lauter Weiße, also sind es bei einem Amadillo. Ach Mann, jetzt muss ich doch mit. Das. Auskarte gezogen, HP, alle beide. Ist sehr gut. Nee, finde ich nicht gut.
Interessiert das jemanden? Ja, dem Arzt gleich. Hallo. War das eine Drohung? Herr Bürgermeister, haben Sie das gehört? Ich habe nicht gedroht. Auf 10 Uhr bin ich taub. Ach, die Köhler. Oder der Köhler. Wieder barfuß der Köhler. Natürlich. Bonjour, Becca. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja. Tag. Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Sind die anderen nicht oder was? Was ist los mit euch? Achso, guten Tag, Bürgermeister. Oh, hör auf mit dem Scheiß. Ja, warum denn? Bisschen Bürgermeister. Oh, jetzt muss ich ihn siezen. Guten Tag, Mr. Nein. Bürgermeister. Du Bürgermeister, ich hab da mal eine Frage. Jetzt fang genauso an wie der Stevens. Warum? Hat er sich auch verbeugt oder was? Der, wenn ich dann irgendwo auftauche, ist der auf einmal dann so da. Ja, warte, ich hab noch einen. Warte, hier. Hallo, Mr. Ja. Bürgermeister. Ich hab vorhin zu ihm gesagt, in den Dreck, du Wurm. Wie er wieder so anfing. Kommt ihr alle mit? Nein, ich nicht. Wir drei schon. Sehr gut. So, sind wir jetzt alle? Brian, hier haben wir alle. Ja. Ja, Doc Brian ist da. Ja, ich bin da. Ich bin alle Damen in, oh, alle Trimmel in den Kasten, bitte. Aber mit den Leuten passen wir nie auf die Kutsche. Da passen 12 drauf. Das ist 12, woher? Ah, oh, bitte nicht rückwärts, bitte nicht rückwärts. Oh, wunderbar. Ihm ist kalt. Du bist das sonst schlecht, oder was? Yeti, wie kann dir kalt sein? Ja. Ich wollte nicht in die Kutsche gehen. Dann lass doch erstmal alle einsteigen. Jack, bist du eine Dame? Ja. Was für eine Dame? Nur die Dame. Hat eine Dame gesagt? Warte mal. Oh, ja. Ich hänge mich lieber irgendwo an die Seite, habe ich gesagt. Also falls noch wer reinsteigen will. Ich gehe lieber an die Fische. Da noch zwei rein. Ich gehe rein. So. Wunderbar. Ein Platz haben wir noch. Vorne nur noch zwei außen oder vier außen. Ein Platz haben wir noch drin, ne? Oh. Wo ist Claire denn jetzt? Ja, ich komme einfach. Ich gehe rein. Steig jetzt sofort ein, weil Maggie ist drin. Gut, Jane voll. Kutsche drinnen voll, jetzt passt noch einer da. Wo passt denn einer? Neben mir sitzen und einer noch ein Beifahrer vorne hängen. Ja, nee, ja, den kann ich auch mal schoßen. Dann ist so. Aber Ende im Gelände. Jetzt voll. Super, dann gehen genau zwei ab. Jack? Ja. Jack reitet, glaube ich, fährt, oder? Ja, ich glaube, er fährt dann noch. Bin jetzt vollzählig. Ja, glaub schon. Dann reiten wir jetzt alle nach Wellendern und dann ziehen wir uns um. Ja. Dann steigen wir sowieso auf Pferd in Zweiergruppe. Genau, richtig. Ja. Na dann ab. So, dann auf ins Gefecht. Piu, piu. Motherfucker. Nein, hallo. Na, sowas sagen wir aber nicht. Piu, piu, Wamba. Oh, die Reifen sind ganz schön schief hinten, mein lieber Mann. Räder. Ja, es liegt an Jack. Es liegt an Rebecca. Die oh, schwer, an meine Füße, sagst du? Ja, genau. Zu viel Personal da oben drauf. Rebecca, hau ihn doch mal eine rein. Wie denn? Ich sitze doch. Ja, das ist schon vorne auf der Kutte. Hat sie gestern schon eine ja, das hat mir sehr gut gefallen. Dann schieben später einfach irgendwie einen Hügel runter oder so. Wenn ja, das Jack macht. Hat so richtig zugenommen am Arsch, habe ich festgestellt. Was ist Jack? Ups. So wie du dort standest heute? Ja, Jack. Ey, hallo? Maggie, ich glaube, dir geht's so gut. Rebecca, ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir. Rebecca, wie ich immer sage, nicht fragen, einfach zuschlagen. Da stehe ich doch drauf. Aber immer ich dachte, im Kopf, nie auf den Körper. Ja. Sind das die Pferde noch? Natürlich. Was meinst du, sein Bratarsch, oder? Du blöde Kuh, du. Ja, wenn er nicht den Schiff. Jetzt hat sie was gefunden, womit sie mich ärgern kann. Warte ab. Bei mir ist es immer, ich bin am Anfang immer ein bisschen still. Ich sammle. Ich weiß. Sammeln. Irgendwann baller ich alles raus. Machen wir mal. Was, ja, wir jetzt nach und nach oder alles auf einmal?
Nein, nach und nach. Es kommt immer so ein bisschen was. Und dann zum Schluss kommt dann so ein richtiger Knall immer in den Kopf und in ihrem Körper. Und dann läuft das. Ja, okay, perfekt. Was jetzt irgendwer einen Überfall hat, knallt sie einfach weg, bevor er einfach nur fährt. Ja, ja, alles klar. Achso, bin dabei. Ich knalle nicht, weil. Also, haben die Verbände dabei? Nee. Ja, habe ich. Sagen. Ich habe noch einen. Ja, ich habe ein Pferd welche. Irgendwer hat hier bestimmt gleich überfallen. Ja, ich hab keinen. Ich auch nicht. Oh, hoffentlich verlieren wir keinen. Doch, ich höre jemanden. Bin denn? Da stehen sie. Ich seh die nicht mal. Aua! Boah! Sag sie bloß! Sag sie mit noch irgendwo. Oh, verdammt, wie gut. Schieß sie weg! Hab ihn. Verletzt, wirklich? Ja. Oh nein. Blutest du? Ja. Warum? Oh, dann brauch mal verbannt. Wer blutet? Oh. Bleib stehen. Das ist ein Verband. Bleib stehen. Loh. Oh nein. Du bist ein Doktor. Oh. Die aber eine Verband. Oh. Was scheiße. Das blutet aber ganz schön. Ich glaube, wir sollten Doktor verständigen. Ja, ich glaube auch. Du musst Verband anlegen. Ja, hab ich gerade gemacht. Das ja, du du brauchst mehr Verbände. Du musst jetzt warten, bis kurz vor knapp das umkippt ist oder müssen wieder einen Verband nehmen. Du darfst nicht gleich einen Verband nehmen. Du musst erst einnehmen, dann warten. Ich hab dir nochmal 4 zugesteckt. Doktor rufen. Warum blutest du? Nein, es braucht kein Doktor. Sie brauchen 4-5 Verbände nur, sein Status. Du hast wieder gar nicht mitgekriegt. Ja, ich hab nichts mitgekriegt, ne? Du musst auf dein Herz gucken, ne? Wenn es 3-3 leer ist, dann müssen wir wieder ein Verband nehmen. Okay. Und nach 4-5 Band soll es aufhören zu bluten. Eieieiei. Da heißt es mit der Westen ist schlimm. Hier, du hast bist du einfach umgekrallt, wenn du durchs Wasser fährst. Lauter Verrückte hier. Ja, stimmt. Ach, vorne Banditen hier. Ja. Hat mal jemand einen Eimer für Blutwurst? Nee. Ey, gib dir kleine Blutwurst, du blöde Kuh. Der war nicht makaber. Ich hab schon einen. Ich war kostenlos. Wunderbar, Mensch, super. Ja, wunderbar! Das ist makaber, okay. Moment, ich muss den da hinstellen. Das ist lecker, das Blut. Moment, ich will aber auch mal drehen. Wer war denn das eben hier mit dem Baumwolle anpflanzen? Kannst du die mal drehen, die Baumwolle? Oh, wow. Oh, wow. Bin gespannt, wenn wir den nächsten verlieren hier. Auf dem Weg nach Norden. Aber das geht sich gut, Johannes. Ja. Das ist schon ein bisschen. Da verblutet einer. Du bist bloß sich dann in die Kutsche. Wenn es Blut aufhörst, dann kannst du das nehmen, das ist viel Schmerzen. Wer will das denn? Ja, aber wie schnell geht denn das runter? Ja, das so. Wer hat Baumwolle bestellt? Ja. Komm, ich nehme ein paar Strähnen. Ich nehme einen Moment. Brauchst du noch einen Verband? Ich habe nur 2, mal schauen. Warte, ich habe 11 Stück. Ich könnte dir auch mal 3 geben, Sansato. Ja, ich habe auch noch 3. Du sei Claire, ne? Ja. Wir haben nur noch 3 Stück. Merci beaucoup. Sag, du müsst mal warten, ne? Wie viele haben du schon benutzt? 3 Stück? Ja, 3 waren, glaube ich, jetzt. Da müsst ihr jetzt einfach 4 oder 5 Tage aufhören. Aber hilft da nicht auf. So ein Fläschchen Antibiotikum oder so? Es sei eine Blutung, da hilft das nichts. Ach so, okay. Aber ich könnte dir auch geben wollen, Honigverband. Dann kommen ja noch mal welche. Genommen. Ah, dann müssen das wir warten. Das war die erste, die ich dann genommen nur habe. Dann müssen wir warten. Ah. Na, du hast ein Glück, es wird keiner getroffen, außer du. Ja, wunderbar. Das hat die richtige. Sein Sato, die richtige Runde erwischt. Ha. Eieiei. Ei. Geht schon gut an, ne? Aha. So ein bisschen. Ja. Ja, die schaut immer mehr aus, glaube ich. Ja, ja, die ist schon ein riesen Pfütze, also da kannst du echt schon Blutbaden machen. Läuft schon ein Berg runter. Ja.
Wobei, was kommt der jetzt mit dem Messer? Die kannst du nicht abschlachten, hör auf. Ich drück ab. Nee, ich wollte ja auch aufpassen, dass du auch hier kommst. Drück das nicht so dir. Nee, ich drück ab. Aber ich glaub, das sollte dann auf alle Fälle drin sitzen. Ich drück auch gleich ab. Nein, sie müssen keinen Arzt rufen, sie müssen weitere Verbände nehmen. Und danach letzte Band, das muss eigentlich weg sein. Du brauchst für sowas immer 4 bis 5 Verbände, die normalen. Ja, mit Blau setzen wir dann rein, dass er sich ein bisschen erholen kann. Ja, genau. Sag mal, wenn du dann wieder einen Verband nimmst, dann nehme ich den Finger weg. Ja. Ja, so, jetzt. Ja, unangenehm. Jetzt Finger weg. So, jetzt. Ja, gut. Oh, sehr schön. Das sieht so gut aus. Verdammte Scheiße. Ey. Ach. Miss Blorin nicht mehr aus. Tag ist gerettet. So. Ja. Einsteigen, weiter geht's. Auf, Zaggi. Oh. Jawohl, Sir. So, alle wieder auf. So, Claire geht rein, ich geh raus, oder was? Ich geh raus, rein, ich bin raus, schon dann. Droben. Steigt ein, alle Mädels. Könnt alle wieder aufhängen. Alles gut, alles gut. Okay. So, jetzt ich bin voll da blutig, ich mache jetzt halt die ganzen Sitze blutig, verdammt. Ach, ist egal, lässt sich alles waschen. Kann man waschen, kann man neu überziehen. Ja, stimmt. Und los geht's. Claire, ich habe dir was für die Schmerzen gegeben, ne? Kannst du dann benutzen. Oh, okay. Hat wer was dabei zum Durchziehen? Dann sollte ja, ja, ich habe ihr was gegeben, ja. Hilfe, oh, merci beaucoup. Ja, bitte schön. Hat die gekriegt einen Absinth oder was? Nee, geht die gar nicht an. Oh, Maya, halt mich auch mal ziehen lassen. Oh. Was ist denn? Geht gar nichts an. Rebecca, jetzt hast du doch gekürzt. Was wird jetzt gekürzt? Ach, ich gebe mir das dann in Valentine, wenn alle sich noch umziehen. Ja, genau. Jetzt sollte das mit den Schmerzen aber so sein. Wenn es nicht hilft, ich habe noch ein paar dabei. Wunderbar. Hat eigentlich jemand Alkohol eingepackt? Ja, natürlich. Ja, wunderbar. Oh, das ist eine gute Mischung. Erst rauf sein und dann haust du die Fische. Dann fällt sie vom Pferd. Ja, wieso? Sie sitzt doch in der Kutsche. Ja, nachher reiten wir ja mit dem Pferd. Du musst das schon so gut herhalten. Ach, ja gut, okay. Ja, festhalten einfach so. Ja, gut. Garte reitet, ja. Ich muss mich nur festhalten. Ja, oder sie bindet sich einfach fest mit dem Verband. Ja, auch eine Möglichkeit, ja. Ach, weil die Blut, die ich an mir habe, klebe ich an ihm sowieso. Aber hieß es nicht, wir wollen die ersten Stücke mit der Kutsche reiten? Ja, wir fahren hier jetzt bis zu Valentine. Danach müssen wir so oder so umsteigen aufs Pferd. Warum? Was nach Valentine? Ja, weil du im Schneegebiet nicht mit der Kutsche durchfahren kannst. Ja. Da bleiben wir stecken. Aber die erste Stück nach Valentine kann man noch mit die Kutsche, oder nicht? Ja, natürlich, eigentlich schon. Nehmen wir einfach so weit, wie es geht, ne? Bis Schnee angeht, ja. So weit kommt man normal schon mit der Kutsche, ja. Das ist richtig. Valentine werden meinen, so wir wollen Valentine einigen. Ja, glaub ich auch. Ja, ja, was will die Arme ausrichten? Die sind ja nur zu dritt oder zu viert. Ja, wir hätten jetzt echt keinen Auftrag, also ohne Scheiß. Wir besetzen die Stadt. Nächste Stadt, die wir erobern. Ja. Das war die Valentine. Ja, natürlich. Aber da ist immer so schlammig. Ja, Valentine ist nichts. Also dann eher noch Blackwater oder so. In Rhodes ist zu viel Kringel, das ist auch nichts. Ja, da gefällt mir Strawberry noch besser. Strawberry ist geil. Ist viel zu klein, aber. Ja, nee, das ist so beengend, Strawberry. Es hat seine Charme, aber das ist mir alles zu beengend. Ja, eng ist in dem Paragraph Begriff. Genau. Ja, die Männer mögen es eng, aber ich mag es ehrlich gesagt nicht so doll. Ach, das ist ja nicht. Hast du gesagt, ja. Claire. Das Luder.
Ich sag ja, verstehe, was das Initiativ, weißt du, ist so von außen so total zierlich und freundlich und nett. Weißt du, jetzt hat sie, ist sie angeschossen, hat schon ein bisschen Blut verloren. Ich dachte auch, wenn sie geraucht hat, oha. Ja, ich wollte gerade sagen. Am besten wäre es jetzt mit den hätte sie jetzt gleich geraucht. Die Fahrt viel angenehmer. Ja, stimmt auch wieder. Ja gut, ich meine, solange sie es aushält, man, ja. Sie ist ja noch ein bisschen unter Schock. Ja. Da hat sie sich jetzt doch eigentlich der Baumwolle verfahren. Wisst ihr, wie ihr die zwei Hügel hier nehmt? Hä? Das sind die Hügel der Fruchtbarkeit. Weil hinter den Hügeln die meisten Farmen gibt. Okay. Dann müssen wir mal hin. Schatz. Ja, ja. No, ich will nicht schon wieder eine Baby. Hey, den Kinderwagen haben wir ja schon weggeräumt, der wird jetzt nicht mehr wieder vorgegangen. Boah, nee, ich hoffe auch nicht, dass der wieder kommt. Also ich hab ja meine kleine Johnny mit dem Kinderwagen bei uns bei Dings, bei die Farm von die Knick weggestoßen, weil ich. Ah Gott, ich muss nur gucken, ob ich ein Telegramm bekommen habe. Ich glaube zwar nicht, aber. Über die Klippe gestoßen? Dann lass du mich vorne bitte raus. Wieso? Habt ihr gesagt, ich muss kurz, Ja, bist du schon wieder Mysterie? Aua! Was ist denn jetzt? Ja, das ist das. Bestimmt Jules. Ja, glaube ich auch. Oh, Mann. Das war knapp. Wie machst du das denn immer? Hätten wir sie doch draußen ranhängen sollen, da kann sie rumschießen, wie sie will. Ja. Bis gleich. Telegramm ist vorne. Ja, geh hier gar rein. Telegramm suchen, findest du hier keine. Ja, Telegramm ist hier. Telegramm? Ja. Nee, das ist doch vorne da beim Sheriff. Nein, oder? Nein, nein. Oh, da ist das schwarze Brett. Ah ja, stimmt, ja. Okay. Haben die eigentlich schon einen Kleiderladen hier? Ja. Natürlich. Ja. Der wird jetzt doch gleich in die Überfüllung, wer die Türe schließen. Müsst ihr euch nur umziehen oder müsst ihr noch kaufen? Umziehen. Also ich hab die Jacke an das Brechen. Wir sehen es dann noch, sonst. Also da oben hat es minus 20 Grad, stellenweise. Also ich habe genug Antibiotikum dabei, Erkältung holst du dir sicher. Ich habe auch Antibiotikum. Audi. Niemand da? Nö, die Stadt ausgestorben. So, schauen wir mal. Wenn, ja. Upsi, oi. So, hola. Gut. Hola. Oh, ich muss mich mal eben waschen gehen. Hola! Darf ich dich noch mal kurz entführen, Abby? Ich muss mal durchchecken. Oder passt jetzt wieder? Wohin? Wolf, ich muss mich mal waschen und dann ich rauche, du Dings da. I'm sure you could have washed that blood off. Was? Ja, aber die Ärzte hier. Ach so. No, aber wenn es jetzt wie passt, der Verband fällt ja nicht ab, oder? Ja, dann sag mal weiter. Eigentlich. No, aber ich werde nicht sauber, verdammt. Ja, das Blut bekommst du jetzt nicht weg. Was? Ja, aber du ziehst dich jetzt sowieso um. Das Blut bekommst du nicht weg. No, ich bin schon, ich muss nur bei mir ranziehen. Ich muss nur schon.